Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Issei Immobilien. Wir befinden uns hier auf CB4 bei dem lieben Hämatom. Den kennt ihr, das ist auch ein Alpha-Mitglied, ein ganz, ganz lieber. Der hat mir ein Grundstück eingereicht und das werde ich euch jetzt zeigen. Hin kommt ihr mit /ph/thehematom4, wie immer auch im Video, im Thumbnail zu sehen. Zack! Und dann sind wir auch schon da. Und das wohl fast Interessanteste an diesem Plot ist hier ein schöner Admin-Rand mit einmal dem Kopf vom lieben Dobby Dobermann und dem lieben Kopf vom dem lieben Bantor. Und das Ganze ist ein sehr, sehr großes Grundstück. Das ist ein 36er-Merch. Ihr seht es hier außenrum, ist hauptsächlich auf Terra gesetzt worden. Es ist eine erhöhte Position. Man kann hier sehr viel draus machen. Und ich zeige euch jetzt direkt mal ein bisschen was von innen und zeige euch danach nochmal das Terra. Wir gehen nochmal zum PH zurück. Wir sind hier angekommen. Hier seht ihr es auch. 20. Mai ist die Folge, wenn es rauskommt, von dem lieben The Hämatom. Startgebot sind hier $300.000. Wie immer, ihr müsst bitte ein signiertes Item oder ein unbenanntes Item mit eurem Minecraft-Namen in diesen Trichter hier reinwerfen. Und ich werde dann immer in den Streams mich hier runterbuddeln und dann hier Kiste plündern, um zu gucken, ob ein Gebot abgegeben wurde. Ne? Ganz easy peasy. Wer bieten will, kann das gerne tun. Wir gehen mal ins Innere rein. Da sehen wir auch schon, hier ist schon ein bisschen was gebaut. Hier sind zwei schöne Dracheneier, zwei schöne Statuen, eine größere Netherfestung, nochmal ein paar Statuen. Aber es ist noch so viel Platz, wo man bauen kann. Guckt euch das an. Das ist ein wunderschönes 36er-Merch. Das gibt echt viel zu tun hier. Und ich denke mal, 300k Mindestgebot ist für einen 36er-Merch echt vollkommen in Ordnung. Wir können auch noch runtergehen. Hat mir der liebe Hämatom gezeigt. Und zwar, nee, nicht hier. Wir müssen hier runter, genau. Hier runter, da gibt es nämlich noch ein paar Sachen. Hier sind, ab ins Lager damit, ne? Hier sind ein paar Dinger. Ein paar Redstone-Dinger noch drin. So eine kleine Trash-Kiste. Wenn man hier runter geht, kommt man dann auch durch einen langen Gang. Und man wird hier eine Farm finden, man wird hier ein Lager finden und so weiter und so fort. Also hier gibt es echt viele Sachen. Wir haben hier eine kleine Kaktusfarm, eine Zuckerrohrfarm haben wir am Start. Also finde ich speziell auch für Anfänger, die schon ein bisschen Kohle zusammen haben, die sich vielleicht sesshaft machen wollen auf CB4 und ein größeres Merch haben wollen. Eigentlich eine gute Sache. Klar, 300k für einen Anfänger ist ein bisschen viel, aber man kann es auf jeden Fall haben. Das ist eine gute Investition. Man hat dann immer ausgesorgt und man kann es natürlich auch umbauen oder selber pimpen und dann teurer verkaufen, weil wie gesagt, 300k ist super, super toll. Ne? Hier sehen wir so ein paar Anlägchen und hier unten ist dann auch noch Platz, um weiter zu erweitern. Wenn wir jetzt mal ganz runterspringen, kommen wir zum Lager. Also es ist weitausgehend ausgehöhlt. Hier sehen wir noch dies und das, Banner, Setzlinge, Eis und so weiter und so fort. Ich weiß nicht genau, was da alles voll ist. Das könnt ihr euch dann gerne nochmal angucken, aber ein bisschen was ist wohl befüllt. Hier zum Beispiel polierter Diorit und so ein Zeug. Also das gibt es natürlich wie immer mit dazu. So, jetzt gibt es noch was Wichtiges. Und zwar, wenn wir auf die Mitte gehen, sehen wir etwas, was sehr schön ist. Und zwar eine komplett andere Welt. Unten haben wir eher das Nether. Hier oben haben wir ein wunderschönes Burgtor, wo es dann reingeht in die Festung. Ne? Das ist sehr schön gebaut. Sehr gigantisch. Kann man auf jeden Fall was Schönes aufbauen. Und ihr seht, das Terra ist on point. Da muss man noch ein bisschen verzieren mit Blümchen und so. Und dann sieht es super aus. Hier haben wir noch ein Mützelgebiet. Na, hier innen auch alles hohl innen drinne. Na, da seht ihr, ihr könnt hier auch aufpimpen, wie ihr wollt. Vielleicht einen Aufgang machen oder sonstiges. Sehr schön. Wir flattern hier noch ein bisschen ab. Hier haben wir noch einen kleinen See. Nochmal einen wunderschönen Terra-Berg. Und das sieht doch super aus. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, 36er-Merch, Startgebot, 300.000 Liefergames Solaris. Wer da interessiert ist, einfach ph/thehematom4 auf CB4 und hier in den Spendentrichter rein. Selbstverständlich, der Admin-Rand bleibt natürlich erhalten. Den gibt es natürlich oben drauf. Gibt nicht so viele Admin-Ränder, wo der Dobby Dobermann verewigt ist. Deswegen ist das eine feine Sache. Ja, und was gibt es noch zu sagen? Genau. Wenn ihr up-to-date sein wollt, wenn ihr dann geboten habt, dann könnt ihr gerne in meinen Streams vorbeischauen. Ich gucke da immer einmal am Tag vorbei und ihr könnt natürlich auch nachfragen, ob was geboten wurde. Und je nachdem könnt ihr dann überbieten oder euch halt von der Auktion zurückziehen. Das war es dann auch schon an meiner Stelle. Kurze, knackige Ausgabe hier. Vielen Dank nochmal an den lieben Hämatom fürs Einsenden dieses Grundstückes.
Und ich hoffe, es wird sich einen Interessenten finden und wir werden das Grundstück wegkriegen. Macht's gut an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.